Wer meine Stories auf Instagram in der letzten Zeit verfolgt hat, der weiß schon, dass ich in Costa Rica bin. Oder war, wenn ihr das seht, dann bin ich wahrscheinlich schon eine Weile wieder zurück. Aber ich bin tatsächlich nicht hier zum Urlaub machen oder rein zum Spaß, sondern auf Dreh, also zum Arbeiten. Und jetzt könnte ich natürlich den YouTuber raushängen lassen und die Gelegenheit nutzen, um erstmal massiv zu flexen mit all den tollen Dingen und Orten, die man hier vorfinden kann. Nein, das wäre aber nicht mein Ding. Tatsächlich wäre es auch nur ein Teil der Wahrheit. Denn um euch einen kleinen Überblick zu geben, ich bin hier 16 Tage für ein Kombi-Projekt. Es wird Video- und Fotocontent produziert, noch diverse Ads und so weiter. Eine ganze Menge tatsächlich. Das Team ist relativ groß, mehr als 20 Leute. Und meine Tage, meine Drehslots beginnen immer schon in den frühen Morgenstunden, wetterbedingt. Wir drehen auch 16 Tage durch. Es gibt keine freien Tage. Auch sowas gehört zur Wahrheit. Tatsächlich ist das insbesondere aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit hier sogar relativ anstrengend. Es ist so heiß, es ist so heiß, es ist natürlich trotzdem schön. Und ich dachte, gerade diese zweite Wahrheit sozusagen wäre doch ein guter Anlass, um mal generell hinter die Kulissen zu blicken. In meinem speziellen Fall auf meine letzten 2 Jahre, die ich jetzt ja selbstständig bin, und euch einen Einblick darin zu geben, was sind eigentlich die Dinge, die ich gemacht habe? Also was sind die Projekte, an denen ich gearbeitet habe? Es war nicht immer nur sowas. Und ein Gefühl dafür zu geben, was sind die Entscheidungen, die ich getroffen habe und was haben sie aus mir als Mensch, aber auch als Filmemacher gemacht? Vor über 2 Jahren habe ich den größten Schritt meines Lebens unternommen. Von der sicheren, festangestellten Führungskraft hin zum selbstständigen Content Creator. Und das mitten in der größten Pandemie unserer Zeit. Ein Schritt, der sich längst überfällig anfühlte, vielleicht zu einem etwas merkwürdigen Zeitpunkt kam, den ich jedoch noch keine Sekunde bereut habe. Neben all den unterschiedlichen Projekten, mit denen ich in dieser Zeit mein Geld verdiente oder die ich auch einfach frei schnauze oder zu einem guten Zweck durchführte, war die zentrale Konstante dieser YouTube-Kanal. Denn er gab und gibt mir auch heute noch das Gefühl einer größeren Gemeinschaft. Das, was Social Media abseits all der Inszenierung eigentlich sein sollte. Und es ist YouTube zu verdanken, dass ich neue Orte auf dieser Welt und mit ihnen auch viele interessante Menschen kennenlernen durfte. Wenn ich einen Dachbegriff für die bisherige Reise wählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich das Wort Freiheit. Freiheit ist der Grund, warum ich mit all dem überhaupt angefangen habe. Und ich habe in den letzten 2 Jahren viel Freiheit erlebt, aber gleichzeitig auch viel Unfreiheit und fast immer war das auf meine eigenen Entscheidungen zurückzuführen. Aber gerade diese Freiheit ist das, was mir insbesondere in der Anfangszeit das größte Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Einfach die Freiheit zu entscheiden, wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten, wer will ich sein, wie will ich nach draußen auftreten, mich nach außen kommunizieren, welche Werte will ich leben und all das dann auch umzusetzen, weil mir niemand im Weg steht, außer gegebenenfalls ich selbst. Ich denke, das sind Entscheidungen, mit denen muss sich jeder Selbstständige früher oder später auseinandersetzen. Aber gerade als Privatperson kommt man damit in dieser Intensität, weil es eben entscheidend ist, wie man es auch umsetzt, gar nicht zwangsläufig in Berührung. Am Ende ist es natürlich auch immer eine Definitionssache, wie jeder für sich Freiheit auslegt. In Costa Rica sind meine Tage lang und beginnen früh. Boah, ist das schon heiß. Im Moment besteht meine Freiheit also eher darin, dass ich inhaltlich frei arbeiten kann und das auch tun kann, wo und wie ich will. Bevorzugt am Pool. Oder auch im Pool. Also in diesem Fall dann geistige Arbeit. Aber hey, ich meine, die Luftfeuchtigkeit ist hier auch wirklich, ich glaube, saftig wäre der richtige Ausdruck. Ich führe hier Interviews mit Unternehmern, drehe B-Roll und ja, kann zwischendurch auch an 1, 2 Freizeitaktivitäten teilnehmen, auch wenn dabei die Arbeit nie ganz ausgeblendet ist. Alter, ist eine Wasserpuppe da gleichzeitig. Anders sah es da zum Beispiel noch wenige Monate vorher aus, als ich mit meinem Kollegen Hans für einen Dreh in die Sahara flog.
Wir drehten dort Promomaterial für eine Kooperation, es ging um eine Kamera. Es war nicht das erste Mal, dass ich für ein freies Projekt bezahlt wurde, aber es war sicherlich das Coolste, einfach deshalb, weil ich mich in gewisser Weise am meisten getraut habe. Am meisten aus der Komfortzone heraus und ins Blaue hineinging. Niemand hat uns irgendetwas vorgeschrieben, aber am Ende mussten wir irgendetwas abliefern und wurden daran gemessen. Für mich eine neue und spannende Erfahrung. Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre war für mich, in Invest und Return zu denken. Statt einem monatlichen Gehalt habe ich mir ein Jahresumsatzziel gesteckt, gegen das ich arbeite. Und es ist spannend, sich damit zu beschäftigen, wie meine Handlungen sich auf dieses Ziel auswirken. Eine klug integrierte YouTube-Kooperation hier oder ein schlau eingefädelter Deal dort können in kürzester Zeit mehr Umsatz bringen als ein mittlerer Job. Und oft tue ich Dinge auch erstmal intuitiv, ohne Gegenleistung, wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie mir leisten kann, Spaß daran habe und sie sich vielleicht auf anderem Wege doch noch lohnen könnten. So ist letztlich auch dieser Kanal entstanden. Genau dieser Teil macht Spaß. Und ich denke, es ist wichtig, dass jeder, der auch nur im Ansatz an eine Selbstständigkeit denkt, sich mit diesen Hebeln auseinandersetzt. Also welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, meinen eigenen Umsatz zu beeinflussen? Und zwar abseits der simplen, wenn ich doppelt so viel arbeite, verdiene ich auch doppelt so viel Formel, weil die Zeit, die wir investieren können, ist natürlich begrenzt. Aber gerade als Content Creator haben wir ja auch so viel mehr Möglichkeiten. Wir können produzieren. Wir können aber auch unterrichten, beraten, eigene Produkte erstellen, unter Umständen vielleicht sogar irgendwie selbst zur Marke werden. Wie verändert sich also mein Umsatz, wenn ich zum Beispiel hier anders nach außen kommuniziere, wenn ich dort was Neues ausprobiere? Dieses Tweaken an Stellschrauben, ich nenne es mal Optimieren am eigenen Geschäft, das macht Spaß, das macht einen großen Reiz aus. Und das ist natürlich auch das, was die ganzen Business Coaches immer predigen, ne? Zieh dich aus dem operativen Geschäft raus, arbeite am und nicht im Unternehmen, bla bla und so weiter. Ich meine, das will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht nicht operativ arbeiten. Aber es wäre auch naiv, einfach nur drauf loszurennen und immer Auftrag für Auftrag abzuarbeiten, ohne an irgendeinem Punkt, und zwar lieber früher als später, mal darüber nachzudenken, welches Potenzial habe ich eigentlich, genau diese Hebel zu bedienen. In meiner Anfangszeit habe ich eine Anekdote mitbekommen. Ein guter Geschäftsmann ohne kreatives Talent wird trotzdem immer der erfolgreichere Filmemacher sein als ein kreativer Filmemacher ohne Geschäftssinn. Es gibt schon Augenblicke, in denen ich mich frage, wo auf dieser Skala ich mich selbst einordnen würde. Wenn ich dann aber an die schönsten Momente der letzten Jahre denke, dann stelle ich fest, dass die ziemlich unterschiedlich waren und selten mit Geld zu tun hatten. Ich habe andere YouTuber kennengelernt und generell viele spannende Leute getroffen, etwas, wofür ich enorm dankbar bin. Ich habe coole Projekte gedreht, vom einfachen Corporate-Interview über Sportdokumentation bis zum klassischen Werbespot. Und obwohl Letzteres, also narrative Projekte, vielleicht meine Lieblingsdisziplin sind, so schätze ich doch die Abwechslung sehr. Auch wenn es manchmal schwerfällt, genau diesen Aspekt, also die Arbeit an so unterschiedlichen Projekten hier auf dem Kanal zu reflektieren und sichtbar zu machen. Denn nicht jeder Job taugt für eine Social-Media-Inszenierung, wie man das von so vielen Creatern kennt. Die besten Momente sind dann oft auch genau das. Eine Inszenierung. So wie auch jetzt. Die Realität dahinter ist oft holprig. Und Andi, warum wechselt man die Objektive immer besser im Wasser als auf dem Land? Ja, das ist lehrbuchskonform, weil bei jedem Objektivwechsel ist ja wichtig, dass die Linsen sauber sind. Deswegen empfehlen alle Hersteller, wechselt am besten immer in Wasser. Wir haben jetzt keine Seife, idealerweise wäre ein Schaumbad. Das nächstbeste, was wir halt haben, ist ein Meer. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich bisher ziemlich vielseitig aufgestellt bin. Und das ist auch Absicht. Auf der anderen Seite könnte man aber auch aus Marketing-Sicht argumentieren, dass es eigentlich ein Fehler ist. Denn es heißt das so schon oft, such dir eine Nische, agiere spitz, Positionierung. Und während das aus verkaufspsychologischer Sicht auch durchaus richtig ist, halte ich es für die persönliche und fachliche Entwicklung nicht zwangsläufig für den besten Weg. Ich habe in den letzten 2 Jahren vom Werbespot über Imagefilm, viel Recruiting, über eine öffentlich-rechtliche Nazi-Doku, normalen YouTube-Content, Travel-Video, eine ganze Menge verschiedene Sachen gedreht. Und jedes dieser Projekte gewährt ja Erfahrung und Reife. Ich habe immer wieder Neues gelernt über Planung, Budgetierung, den Umgang mit Kunden, Protagonisten und so weiter. Jedes neue Projekt bietet neue Herausforderungen und damit auch neue Impulse. Und nur so kann sich doch der eigene Horizont wirklich erweitern. Also dieser Sonnenstreifen hier auf dem Hals, der wird langsam echt heiß. So,
besser. Ist eine schöne Anlage eigentlich. Aber große Spinnen. Positionierung ist also wichtig für den Verkauf. Aber für die Umsetzung halte ich Dinge wie Empathie, Erfahrung, diesen grundsätzlichen neugierigen Blick über den Tellerrand hinaus für viel, viel entscheidender. Und ich habe in dieser Zeit auch schon ein, zwei Leute kennengelernt, wo ich den Eindruck hatte, dass ihre Positionierung regelrecht zu einem goldenen Käfig für ihr Denken und Handeln geführt hat. Einfach deswegen, weil sie weitgehend ohne eigene Empathie und Erfahrung einfach schablonenhaft dem folgen, was ihre Coaches oder Mentoren oder so einfach vorgeben. Und das mag lustigerweise wirtschaftlich sogar funktionieren, aber es ist doch eigentlich genau das Gegenteil der Freiheit, die wir alle anstreben sollten. Costa Rica hat mir in den wenigen ruhigen Momenten dabei geholfen, meinen Blick zu schärfen. Für das, was ich eigentlich erreichen will, wo ich noch hin möchte. Und ich weiß, ich möchte noch viel mehr unterschiedliche Dinge tun. Genau das Gegenteil des quasi monopolistischen unternehmerischen Trends hin zur Spitzenpositionierung. Überraschung statt mathematischer Planbarkeit. Neue Erfahrungen statt ewiger Vertiefung des bereits Bekannten. Gut, etwas glitschig, aber gut. Ein offener Geist und Begeisterung für das, was wir lieben, sind ebenfalls starke Instrumente, um in dieser Welt voranzukommen. Persönlich und im Business. Diese Überzeugung hat sich bei mir in 2, bald 3 Jahren nur umso stärker verfestigt. Denn genau dieses Hineindenken in neue Themenwelten ist für mich der große Reiz. Genau dieses Einbringen der Erfahrungen aus anderen Bereichen, das Aufbrechen dessen, was ich gehört, ist das, was wir alle öfter tun sollten. Die Belohnung ist Reife und die ist mehr wert als Geld. Costa Rica, Marokko, Barcelona, USA und die vielen Drehs hier in Deutschland. All diese Projekte haben mir weit mehr gegeben als nur die vereinbarte Gage. Sie lassen mich jeden Tag Spaß an meinem Job empfinden und nie war ich mir in meinen Worten sicherer, wenn ich sage: Hi, mein Name ist Andy, ich bin Filmemacher. Schön, dass ihr hier seid.